Frau Präsidentin, werte Kollegen! Niemand, der den 9. November 89 bewusst erlebt hat, wird dieses Gefühl der Freiheit, die Freudentränen und Gänsehaut je vergessen. Auf der anderen Seite erschienen mit Buschprämien angelockte Besserwessis, die uns dann die Welt erklärten. Bevor wir es richtig merkten, war das halbe Land verscherbelt oder dank der Treuhand verschrottet. Millionenfach gebrochene Lebensläufe waren das Resultat. Meine Damen und Herren, auf der vermeintlich falschen Seite der Mauer geboren zu sein, fühlte sich damals oft ungerecht an. Aber die dadurch gewonnenen Erfahrungen wirken bis heute. Vertrauen einfach verschenken, das haben wir uns schnell abgewöhnt. Aber Nachrichten von Propaganda zu unterscheiden, das können wir immer noch. Wir lieben es, wenn Sie uns die Demokratie erklären. Und wer Freiheit und Meinung beschneidet, der macht uns richtig sauer. Wir haben eine Diktatur beseitigt und die deutsche Einheit erstritten. Dafür gebührt dem Osten Respekt, besonders dann, wenn wir aufgrund unserer Erfahrungen eine andere Meinung haben als Sie. Und übrigens gelten Gorbatschows Worte immer noch. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Vielleicht denken Sie darüber mal nach. Dankeschön. Und für die Gruppe BSW hat nun das Wort Amira.